Bong, die letzte Stunde hat geschlagen. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels, herzlich willkommen zum Unboxing von Arkham Horror, ein kooperatives Spiel über Geheimnisse und Gefahren von Carlo A. Rossi. Ja, Fantasy Flight Games eigentlich, haben es aber bei Asmodee natürlich mitgenommen. Und eine Messe-Neuheit, wobei das, glaube ich, schon eine Weile verfügbar ist. Eieiei, wer macht denn diese Folien? Jetzt. So, dann schauen wir doch einfach mal rein. Es spielt natürlich, wie der Name schon sagt, in Arkham das Cthulhu-Universum natürlich wieder. Und, upsa, gegen die Kamera gestoßen, super. Es ist 5 vor 12, höchste Zeit, die Welt zu retten. Ja, ist ja meistens so, ne? Für ein bis vier Spieler 30 bis 60 Minuten. Und ja, das ist doch mal ein schnelles Arkham Horror. Das ist ja nur die letzte Stunde. Und wer weiß, was so in den vorherigen Stunden passiert, dann muss man wahrscheinlich das normale Arkham Horror spielen. Und ich merke, es geht nicht auf. Sich wieder gut verkantet. Ja, Stunden später, doch löst sich. So, jetzt. Ja, man sieht natürlich wieder die üblichen, wer irgend. Das hält ja gar nicht. Okay, dann lege ich es daher. Wer die üblichen Spiele der Arkham-Reihe kennt, der wird auch das hier wieder erkennen. Und zwar haben wir hier zum einen die Anleitung natürlich. Clint Eastwood sitzt auch hier, sehr gut. Spielaufbau. Ja, ich bin gespannt. Ich mag ja die Arkham-Sachen ja alle. Aber man muss natürlich immer wieder gucken, was die da draus machen und ob sie es gut machen oder nicht gut machen. Ja, super schön. Spielplan in Graustufen. Jenny Barnes sind natürlich die klassischen Rita Young-Charaktere, die man sonst auch kennt. Ja, natürlich hat man hier auch das Kartenspiel oder das Standard Arkham Horror, Eldritch Horror natürlich und Villain des Wahnsinns. Wunderschön, eine Kurzübersicht kann man immer gut gebrauchen. So, jetzt sieht man hier den Spielaufbau. Man sieht hier mich. Ja, wie ihr seht, ich bin immer noch im Hostel in Essen und deswegen hier auch der wunderschöne Holzboden. ja, Spielaufbau Cthulhu, Shudamel und Umordoth. Ah, super schön. Hier sieht man auch die hübschen Kreatürchen. Ja, sind nette Artgenossen, mit denen man eher nicht gern Kirschen isst. So. Ja, hier natürlich schöne Tokens wieder. Die klassischen hier, ne? Lupen. Dickes. Ah, das ist zwei. Das sind zwei Dinger hier. Ah, hier hinten drauf sieht man auch noch Marker. Mal gucken, dass die Softbox hier nicht wieder spiegelt, wie immer. Was ist denn das? Man hat das Spielbrett eingepackt. Das ist ja ungewöhnlich. Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Okay. Ja, dann machen wir doch mal das Spielbrett aus der Folie raus. Das ist ja lustig. Habt ihr das schon mal erlebt? Also, ich hatte das noch nicht, dass ein Spielbrett in Folie eingepackt ist. So viel zum Thema Umwelt. ja. Uah, so. Ja, das sieht cool aus. Das sieht kompakt aus. Klare Symbolik hier, würde ich mal sagen. Mit diesen hier quadratischen, wo auch die Tokens draufstellt. Sehr schön. Auch sehr grün. Da ist wohl noch alles in Ordnung in Arkham. Ja, der typische, die Standees hier natürlich. Dann gucken wir uns nochmal die Karten an. So. Große Gala. Ah, warte mal, das sind die. Ah, verschiedene Karten von den Charakteren. Clint Eastwood. Ja, wir gucken mal, wie er eigentlich wirklich heißt. Große Gala, Jennys Zwillings-45er. Oh, da muss ich gerade kurz an Gwen denken. Hier steht Soiree. Sehr lustig. Das ist natürlich irgendwie unser Insider, aber macht nichts.
Sie hat mich gerade angegrinst. Ja, bringen wir es zu Ende. Das könnte Clint Eastwood sein. Ja, ist er. So. Ja, Ashken Pete ist das. Ja, der sieht aber cooler aus als bei. Stimmt, der hat seinen Hund dabei. Das ist Ashken Pete. Ja, bei Elder Sign war er eher so der Typ mit der Schaufel. Übersichtskarte. Okay, sehr gut. Sehr textlastig, muss ich sagen. Aber hier haben wir mehr die Symbolik, so wie es aussieht. So, schauen wir hier rein. Irgendwelche Schlüsselkarten, hier Symbolik. Okay. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil, ne? Finde den Schlüssel mit dem Club oder mit dem Kreuz oder wie auch immer. Bin gespannt, was das tut. Tkahalot. Ich finde diese Sprache so toll, ne? Also, ich finde es auch immer so lustig, die auszusprechen, weil das Rubin von Rlaye. Rlaye? Toll. Gefällt mir. Die Santu-Tafeln. Lege diesen Gegenstand ab. Diese typischen, ne, Fantasy Flight kleinen Mini-Kärtchen hier. Ach komm, ich mache das jetzt auch noch auf. Das wird wahrscheinlich schwierig sein. Wobei, das ist die gleiche Folie wie bei hier links, ne? Wie bei dem Spielbrett. Jo, hier. Überall Folie drumherum, aber dann kein Zipbeutel für die Tokens reinmachen, ne? Das haben wir gern. Naja. Alles gut, upsa. Wir haben ja noch genug. So sehen die von vorne aus. Sehr cool, sehr kompakt. Und hier sind die anderen. Ah, hier sind ja die Charaktere, die man hat, ne? 6 Stück sind dabei. Und ja, so viel mal dazu. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr das vielleicht schon gespielt habt, wie immer. Und lasst gerne einen Daumen da. Und natürlich auch ein Abo. Denn sonst kommt Cthulhu persönlich bei euch vorbei. So, ja, das zur letzten Stunde. Und ich sage nur, ciao, ciao, Leute.